Ja, die Story gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Aber willkommen zu Spiel 224. Wir haben fast die Hälfte unserer Spiele abgearbeitet. Gargoyles Quest. Und ich starte direkt neu. Da gucken wir uns das von vorne an. A long time ago, the Ghoul Realm barely escaped great peril. A large army of destroyers came from a neighboring universe. The creatures of the Ghoul Realm were no match for the powerful destroyers. Just when everyone had given up hope, a great fire swept over the realm, wiping out the destroyer's army. Several hundred years later, have passed and the realm is threatened once again. Das ist die Story. Klassische, wir werden angegriffen, müssen die Welt retten Story. Spiel ist von Capcom. Capcom ist damals eine recht kleine Firma gewesen. Können wir starten. Es gibt Passwörter, wie gesagt. Da weiß ich allerdings nicht genau, was da gespeichert wird, ob da auch Leben gespeichert werden und so weiter. Das werden wir herausfinden. Wir starten einfach mal hier. Timer. Jetzt geht das wieder los. Ich dachte, das wäre die Dienstantrittsrede von Schwarzenegger. Könnte sein. Leider nein. Es geht direkt weiter. An unknown army attacked. The king has been Kappa. Okay, keine Ahnung, was mit dem Kollegen passiert ist. Wie gesagt, die Story, wie sie erzählt ist, ist they are very strong. Und auch tot. Firebrand, das sind wir. Mit alles gespeichert. Das ist sehr interessant, weil man hat ja begrenzt Leben und ich glaube, man sollte, wenn man am Anfang jetzt stirbt, sollte man neu starten. Man braucht die Leben hinten raus, glaube ich, noch. Firebrand. Return to the realm immediately. Hurry, before they close the dimension portal that leads here. Ja, wir sind dieser kleine Fratz hier. Es ist, RPG will ich es nicht nennen, aber es ist so ein Action-Adventure, wo man auch so top-down rumläuft, aber es ist überwiegend ein Plattformer. Also man hat dann immer diese Welten hier. Und First Blood! Hier wieder Schwarzenegger. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Es gibt Achievements auch und deswegen spielen wir auf Emulator. Ja, wir sind hier dieser Dämone. Den kennt man auch aus Ghouls and Goblins vom NES. Da gibt es den Firebrand auch als Gegner. So sagt man. Und ja, was sieht man hier? Wir haben zwei Lebenspunkte. Wir haben die Anzeige rechts. Daneben ist, wie lange wir fliegen, also wie lange wir hovern können. Oh, First Blood was alone. Scheiße. Mann, ey. Jetzt wollte ich einmal so tun, als würde ich Filme kennen und schon verkackt. Geil. Dann ist unsere Art zu schießen. Wir haben aktuell nur einen Schuss. J1. Was war nochmal J1? Ich glaube, dass ich hoch springen kann. Das kann man upgraden. Dann Vials. Es ist quasi mein Geld. Und dann haben wir rechts unten die Leben. Das weiß ich aber nicht mehr genau, wie das funktioniert. Also mit, wie man Continuous hat oder nicht. Das werden wir sicherlich herausfinden. Ja, und man kann halt springen. Und wenn ich dann nochmal A drücke, kann ich so schweben. Und dann sieht man auch, dass diese Anzeige nach unten geht. Ja. Das ist so das Konzept dieses Spiels. Und man kann sich so an Wänden festhalten. Das geht ewig. Also du kannst endlos hier hängen. Du wirst niemals runterfallen. Und ja. Let's go! Ja, ey, mir geht's fantastisch, Daniel, denn ich darf Gargoyles Quest spielen. Also, wir haben ja schon viel Scheiß in der Challenge gehabt. Das ist wirklich, wirklich ein gutes Spiel. Ich würde mich nicht wundern, wenn das das bestbewerteste Spiel von mir wird in der Challenge. Deswegen, mir könnte es nicht besser gehen gerade. Money, money, money! Ja, das waren Wilds. Zwei Stück. Mit denen kann man Continues kaufen, irgendwie.
Aber es ist ein schweres Spiel. Das muss man sagen. Man hat eigentlich fast immer nur zwei Hitpoints. Und stirbt dann direkt. Und das ist nicht so leicht. Boah. Ey, das ist wie Fahrradfahren, ne? Das verlernst du halt echt nicht. Das ist ein Lebenspunkt, wenn ich einen verloren hätte. Habe ich aber natürlich nicht. Das wäre ja lächerlich. Schwing, schwing. Allein die ersten Meter sind überdurchschnittlich schwer. Meinst du das jetzt ernst? Ich weiß nicht, ob du wieder darauf hinaus willst, dass ich das Spiel so leicht aussehen lasse. Okay, das war knapp. Real Talk. Ja, es ist wirklich... Also, am Anfang hat man nur zwei Lebenspunkte. Das heißt, alles killt einen mit... Oh, das hole ich mir nicht. Es gibt ja ein Passwort, wo man die dritte Lebensenergie hatte, bevor man sie haben konnte. Ist das so? Das ist ja ein Cheat. Moin, Agent Doppelherz. Anders hätte ich den einen Turm gar nicht geschafft als Kind. Du meinst wahrscheinlich den ersten Turm dann. Weil wie gesagt, hinten raus hat man ja doch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Da kann man zumindest mal den einen oder anderen Schuss überleben. Aber von Gegnern, direkt in Gegner reinzulaufen, ist fast immer zweimal und dann tot. Wir schauen mal. Ja, gut, das ist der. Das ist der zweite. Also der erste Turm. Das ist der zweite Boss, glaube ich. Ja, gut, dann gucken wir mal. Aber wie gesagt, ich bin ja froh, dass es Passwörter gibt. So. Das müsste der erste Boss sein, theoretisch. Aber die Bosse kenne ich ganz gut eigentlich. Oh, fuck! Mal schauen. Ja, komm doch immer da, wo ich bin. Nein! Moin, Sascha! Moin, Raiders! Herzlich willkommen! Gab's wieder Banjo-Tooie bei euch heute? Schön, dass ihr da seid. Ihr seht, jetzt, oh, ist durch. Okay, weil weißt du, jetzt wollte ich wieder sagen, ey, Sascha, folgt dem Sascha, weil da gibt's immer RPGs. Aber das darf ich ja nicht sagen zurzeit. Also jetzt darf ich's wieder sagen. Was gibt's denn als nächstes bei dir? Wie du siehst oder wie ihr seht, spielen wir gerade Gargoyle's Quest. Wir haben's gerade angefangen. Ich bin gerade beim ersten Boss, deswegen drücke ich doch Pause, weil ich wurde gerade getroffen. Beim nächsten Treffer bin ich tot. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Da brauche ich Fokus. Star Ocean 2. Ey, das sagt mir auch irgendwie nur vom Namen was. Ist das... Ist das neu? Till the End of Time. Das ist nicht neu, oder? Gibt's davon nur zwei Teile? Auch nicht, oder? Von RPGs gibt's doch immer 10. Ja, okay. Aber war mir fast klar. Fünf Teile, ja, mindestens. Okay, ich versuche gerade mal schnell den Boss zu töten. Boah, stirb doch, Alter! Yes! Der war für dich, Sascha. Ravensburger RPG. Wenn es eine Spielserie nicht auf den Gamer gepackt hat, existiert sie für Max einfach nicht. Das stimmt nicht. Ich kenne auch andere Spiele. Ich schwöre. Ich habe auch gerade gesagt, Gargoyle's Quest 2 gab es für den NES.
Ja, das wüsste ich auch mal gerne, Agent Doppelherz, weil ich wusste das, glaube ich, als Kind nicht und ich hatte Club Nintendo auch. Ballad of the Nightmare Fish. You passed through the dimension portal and reached the ghoul realm. Das ist auch eine gute Frage, Agent Doppelherz. Man konnte sich ja manchen Sachen gar nicht entziehen, ja. Wenn du halt in Club Nintendo liest, dass es dieses Passwort gibt, dann musst du es ja auch verwenden. Du musst ja ausprobieren, ob das stimmt. Ja, es gibt random Encounters. Die sind aber auch... Jump and Run. Da muss man alle Gegner töten. Und überleben. Wenn man gewinnt, dann bekommt man, glaube ich, Geld. Es gibt keine Erfahrungspunkte, also man kann nicht aufleveln. Genau. Wir müssen es aber erstmal schaffen zum ersten Passwort irgendwie. Sonst müssen wir alles wieder machen, wenn wir sterben. Achso, genau. Oh, hier, es gibt ja auch noch dieses Menü mit Talk, Use, Level. Da kann man halt sehen, was man so für Items hat und so. Soweit ich mich erinnern kann, waren es alles nur Abkürzungen. Du weißt überhaupt nicht, was da sein soll, weil du es überhaupt nicht lesen kannst. Okay, wir haben einen Thales. Diese Thales-Männer waren irgendwie... waren es Leben? Und die Weißen das Geld. So, mit dem rede ich mal. Who are you? You're not leaving here. Sah mir aber nicht aus, als ob es so viele wären. In meiner Welt war das nur einer. Obtained two wilds. Asmora! Vielen Dank für 5 Monate. Abonnieren! Herzlich willkommen! Vielen Dank für deinen Support! Ich versuche mich gerade in die erste Stadt zu retten. Wo war die denn nochmal? Okay, das ist aber auch noch ein Dude. Den möchte ich gern töten. Aber erst nach dem Passwort. If you find the essence of the Soul Stream somewhere in the realm, the wounded can be healed. Es ist halt wirklich, jeder spricht in Rätseln. Für mich, Agent Doppelherz, ich hab's schon mal gesagt, das ist so das Spiel, das meine Kindheit geprägt hat mit, ja, mir geht hier durchgehend einer ab gerade. With the Talisman of the Cyclone, a damaged body can be revived. Okay, das sind wohl die Leben. Firebrand, you finally made it. Oh. Jark is gifted with second sight. Seek his advice. When they were attacked, the Baron, keine Ahnung. Jark lost the gremlin stick given him by King Darquan. Oh! Two wilds. So wild. Ja, Hans, du darfst mich so nennen. Most of us have been defeated. Some who were revived are hiding here. Ja, dann gehen wir mal rein. Einfach mal hier die ganzen Leute beklauen. Ja, du hast mich ja nur Waxy genannt, nicht Waxy Boy. This is the room of the Baron. Jark. Okay, hallo Jark. Was geht ab? I'm Jark. Es geht um das Dürfen. Naja, das ist immer stimmungsabhängig. Grundsätzlich darf hier schon mal niemand irgendwas. I'm afraid I can't help you. Without my gremlin stick, my powers are very limited.
If only I had it back. Yes or no? Sir Waximillion. You'll do it great. This is the fingernail of the specter. Become a plumber. Ey, danke für den Fingernagel. Sehr, sehr nett. Ja, Mann, ey. Was, heirate doch deinen Stick, ey. Genau, und wer hier was darf, bin mir Mods, ey. When you have it, you will become light and be able to fly higher. Er sieht aus wie der Endboss von Goose and Ghost. Miese Copycat. Ja, das ist ja witzig. Also ich weiß auch nicht genau, wie die Lore zusammenhängt, aber das ist ja irgendwie das gleiche Universum. Weil wir sind ja eigentlich einer von den Gegnern aus Ghouls and Ghosts. Ich hab aber keine Ahnung, ey. Deswegen, bevor ich irgendeinen Müll erzähle, erzähle ich lieber nix. We ghouls can be revived by chanting the resurrection spell. Ich mach mir hier gerade mal meinen Ordner auf mit den Screenshots. Weil ich wissen möchte, ob wir gleich ein anderes Passwort kriegen, wenn ich irgendwas mache. Ja, ihr könnt schon locker merken. Ja, das ist das Passwort natürlich. I'll tell you the words of the spell. Never forget them. Ja, werde ich sicherlich niemals vergessen. Ist auch die gleiche. Ist es. Also war der Typ. War das der Boss aus Ghouls and Ghosts? Wirklich? Alles klar, Smoa. Dann vielen Dank nochmal für deinen Support. Schön, dass du da warst. Viel Erfolg beim Arbeiten. Du tust mir leid, dass du das samstags tun musst. Exchange 8 Wilds for 1 Talisman of the Cyclone. Aber hallo. More than that would be greedy. Was? Hier können wir Leben farmen? Ey, können wir hier Leben farmen? Nee, oder? Geht das? Warte mal, das probieren wir aus, natürlich. Black Light. Black Light! Even a resurrection spell can't help if you are touched by its darkness. Ja? Ey, das... Ich gucke erstmal, ob ich jetzt ein neues Passwort kriege. Denn ich habe ja mein. Ich habe ja jetzt mehr Leben. Ja, Mann! Oh, das ist ja sensationell. Ich weiß nicht viel über die Lore, aber soweit ich weiß, ja. Und du bist der rote Devil, der extrem nervt. Ja, ja, das weiß ich. Obwohl der ja auf dem Cover grün ist. Überwiegend. Aber das ist irgendwie falsch. So, wir gucken mal, ob wir jetzt hier 8 Vials mal irgendwie grinden. Aber ich kann jetzt höher springen. Weil ich den Fingernagel bekommen habe. Oh, das dauert aber viel zu lange eigentlich. Im Spiel ist er auch grün. Aber da waren ja noch so Dudes, die da rumstehen, wie Falschgeld. Die werde ich mal ansprechen. Mal fragen, was die hier wollen. Okay, die Gegner hier sind leichter. Als diese anderen.
Ja, normalerweise wäre hier im Spiel ja auch schwarz-weiß, aber ich spiele auf Emulator heute. So, was hast du mir zu sagen? Who are you? You're not leaving here. Hat der andere auch gesagt. Und ich bin sehr wohl geliebt. Ey, die Steuerung ist so gut, ne? Die Hitboxen sind auch sehr gut. Okay, war da noch einer? Ich glaube, ja. Okay, wir haben jetzt vier. Who are you? You're not leaving here. Lies deine Nachricht gleich. Du sag mal, Wax, warum spielst du immer nur gute Spiele in deinem Stream? Hat das einen Grund? Ja, das liegt natürlich daran, dass ich Viewer abgreifen möchte und deswegen nur die guten Spiele spiele. Deswegen spiele ich auch danach, nach Gargoyle's Quest, erstmal Football International. Weil Fußball kommt ja hier auf Twitch immer sehr gut an. Es gibt zwar kein Pack-Opening, aber dennoch Fußball. Fußball! Fußball! Und danach, achso, ich habe, ich weiß nicht, also falls jemand die Spieleliste auswendig kennt, dann muss ich sagen, ich habe sie etwas angepasst. Es ist jetzt so, wir spielen Football International danach. Das ist aber Fußball, kein Football in dem Sinne. Also kein American Football. Moment mal. Und dann gibt's Dennis. Also vielleicht kennt der eine oder andere noch Dennis the Menace. Und danach gibt es Schiffe versenken. Und dann geht's in die Sommerpause. Genau, nur hochqualitativen Stoff. Ja, es ist halt... Man kann sich das ja so vorstellen. Wenn du sagst, du willst die komplette Library durchspielen von einer Konsole, dann ist ja klar, dass es da nur gute Spiele gab. Wie, das wäre auch albern, wenn jemand absichtlich ein schlechtes Spiel released. Nee, Kid Icarus ist immer noch an der gleichen Position. Ach shit, hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte erstmal, ich wollte mir ein Leben kaufen. Geht das wirklich? Und warum sagt er das immer? Das geht wirklich? Oh, ey, das muss ich doch als Kind auch gemacht haben. Bin ich jemals als Kind... Also ich meine, man muss ja das nur einmal machen. Und dann hat man ja das Passwort, mit dem du dann quasi neuen Leben hast. Das habe ich doch als Kind sicherlich gemacht. Aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Aber den nehme ich. Ich muss mal gucken, dass ich mir immer das aktuellste Passwort nur hier speichere. Gutes Spiel, Moin Mappa. Ey, das ist eins der besten Gameboy-Spiele. Da lasse ich gar nicht mit mir reden. Ich habe hier mega Bock drauf gerade. Wahrscheinlich bis ich zum ersten Level komme, wo ich nicht weiterkomme. Oder wo ich zum ersten Mal sterbe. Aber naja, mal gucken. Ja, ey, spawn doch direkt neben mir. Okay, ich kann nicht durch die Wand schießen. Okay, das war fair. Ein Glück haben die Studios immer so viel Liebe und Sorgfalt in die Liebe gesteckt. Ich kenne nicht ein schlechtes Spiel auf der Welt. So, was hast du mir zu sagen? Help me. You aren't one of them, are you? I was so scared, our attackers went east. Sollte man nicht immer Spiele spielen, worauf man Bock hat? Grundsätzlich ja, grundsätzlich bin ich deiner Meinung. Aber bei so einer Challenge lässt es sich halt auch nicht vermeiden, dass man auch mal ein Spiel spielen muss, auf das man gar keine Lust hat. Es gibt sehr viele scheiß Spiele für ein Gameboy. Nächstes Level, nächstes Leben, wollte ich sagen. Nächstes Level. Genau, das habe ich mir selber ausgesucht, deswegen meckere ich ja auch nicht.
Aber deswegen ergibt sich das halt, dass ich nicht immer Spiele spiele, auf die ich Bock habe. Now we can breathe. Okay. Das ist ein Item. Das Einzige, was ich im Spiel ein bisschen, meckern würde, ist, dass es halt nur zu definierten Zeitpunkten Passwörter gibt. Das heißt, wenn ich jetzt Game Over gehen sollte, muss ich auch diese Brücke nochmal machen und so weiter. Das ist halt ein bisschen nervig. Das hat was von Zelda 2 auf dem NES. Ja, wenn man so will, dass die Zufallskämpfe halt so in 2D sind und so Action-Kämpfe sind. Ja, kann man schon so sehen. Ein Leben? Oder? 5 Leben, ey. Wir können gar nicht Game Over gehen. Wie soll das möglich sein? Oh, ich glaube, das ist der Turm, von dem schon gesprochen wurde. Nice. Ja, man muss auch die schlechten Spiele mal gespielt haben, um die guten schätzen zu wissen. Das stimmt auch. Zum Beispiel Football International, was wir danach spielen. Ist aus meiner Sicht eigentlich ein gutes Fußballspiel, weil ich weiß, was es sonst noch so gibt. Das könnte ich sonst wahrscheinlich gar nicht wertschätzen. Okay, hier ist ein Turm. Rein da. Oh, aber hier erinnere ich mich. Also hier weiß ich, dass es ein Leben gibt. Oh, und Framerate-Probleme. Ich versuche das Leben auch zu holen. Denke ich. Da unten ist das Leben. So, wir haben das Leben geholt. Wir haben jetzt 6 Leben. Ist 9 das Maximum? Wahrscheinlich, vielleicht. Boah, hier erinnere ich mich, dass es nicht... Oh nein. Ich kann hier unten schießen. Okay. Das ist nicht so schwer. Das hatte ich schwere Erinnerung. Okay, Gegner respawnen. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Komm runter. Okay, das fand ich so gut. Okay, aber bisher läuft es ja echt nicht schlecht. Bin noch nicht gestorben. Okay, diesmal warte ich. Den Fehler mache ich nicht nochmal. So, und ab geht's nach oben. Das war knapp. Oh.
Lieber nicht, bevor ich nochmal runterfall. Ja, bisher läuft sehr gut. Aber es kann halt jederzeit irgendwas schief gehen, weil... Oh Gott. Weil man ja nur 2 Hitpoints hat. Oh. Oh. Ja, Mann, ey, Brötsch, moin. Heute gibt's echt einen Banger. Das kann man nicht anders sagen. Ich liebe dieses Spiel. Oh! Oh! Flacker, flacker, flacker! Oh! Muss ich hier hoch? Oh. Nee, keine Ahnung. Oh. Ja, das Demon's Crest ist ja, ist jetzt kein so ganz direkter Nachfolger, aber gehört halt in die gleiche Welt, ins gleiche Universum. Genau, NES gibt es noch einen zweiten Teil. Es gibt schon einiges. Was macht der da? Oh boy. Das ist der Boss. Falls jemand Demon's Crest US übrig hat, ich erbarme mich. Ich muss gerade mal gucken. Meinst du das hier? Mega Action Hans? Warte, ich muss gerade mal hier die Farbe anmachen. Das hier, oh, aber der Fokus wieder nicht. Der Fokus mal wieder nicht, aber ja, das ist Demon's Crest. Natürlich US, Mega Action Hans, du kennst mich. Moin Lady Black Bear. Guten Tag. Der NES-Teil hat ein Game Boy Color Port bekommen? Bist du sicher? Unter dem gleichen Namen? Einfach Repro. Nee. Also vielleicht. Nee, eher nicht. Eher nicht. Ich hab, als ich angefangen habe zu sammeln, das war quasi noch vor der Zeit, wo die ganzen Repros irgendwie auf eBay geschwemmt wurden. Moin Jesse! Einen schönen Samstagnachmittag wünsche ich dir. Nur in Japan. Das ist cool. Ey, das brauche ich dann auch noch. Ich habe das nie gespielt. Und ich glaube, ich würde es lieber auf dem Game Boy Color spielen als auf dem NES. Ja, ey, mir geht's sehr gut, Lady Black Bear. Ich darf ein Spiel meiner Kindheit spielen, das mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Das heißt, ich habe mich auf diesen Moment auch schon sehr gefreut. Und jetzt genieße ich den hier in vollen Zügen. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Denn wir haben Wochenende und wir müssen den Boss töten. Der sehr lecker aussieht. Okay. Also, es gibt Strategien. Also, wenn jemand diesen Kanal aufmerksam verfolgt, dann weiß er, dass ich ja der Meister des Käses bin. Also ich cheese ja sehr gerne. Und das werde ich auch hier so weit tun, wie ich es kann. Kaputt von der Arbeit hat heute den ersten Tag dort gehabt. Wo arbeitest du denn jetzt? Also was, also beziehungsweise, warum hast du gewechselt? Makaimura Gaiden, The Demon Darkness. Ey, das habe ich noch nie gehört. Da muss ich mal die Augen aufhalten. Genieß den Urlaub.
Ja, Urlaub ist immer Premium. Also immer schön schießen, dann den Gegner in den Frame holen und dann wieder weg. Oh shit. Er ist schlau! War der zweite. Oh oh, das ist nicht gut. So, wir haben den Boss gekillt. You acquired the Gremlin Stick. Okay, den müssen wir wohl zurückbringen. Arbeit im Einzelhandel. Unser Laden hat vor eineinhalb Monaten zugemacht. Aber gefällt's dir jetzt an deiner neuen Stelle? An incredible force is building in your body. You have the power of the Blockbuster. Ah, gute Blockbuster. Tower of Grey. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zurück zu dem Typ. A gargoyle coming so far is impressive, but here you die. Da werden wir ja sehen. Totale Umgewöhnung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben irgendwie nur einmal... den Job gewechselt, so richtig ernsthaft. Deswegen kann ich nur ahnen, wie stressig das sein muss. Okay. Ich hätte gern ein Passwort, da bin ich ehrlich. Wir könnten auch, glaube ich, wieder ein Leben kaufen. Okay, da oben geht's weiter. Wir gehen mal zurück. Jetzt muss ich wieder über die Brücke. Okay, aber wir haben es geschafft, denke ich. Ja, die Random Encounter, mit denen kannst du natürlich Geld farmen für Leben, aber sie nerven schon ein bisschen. Wie immer eigentlich, wie in jedem Spiel. Und vor allem, weil du ja nach einem Dungeon kannst du ja quasi noch sterben auf dem Weg zum Passwort. Das ist halt ein bisschen schade. So, wir gucken mal, ob wir direkt zwei Leben kaufen können. Das wäre ja schön. More than that would be greedy. Ja, komm, gib mir noch einen. Junge, wie viel haben wir jetzt? Wie viel Leben und wie viel Geld haben wir noch? Wir haben noch... Nee, wir haben nur noch drei. Okay, aber acht Leben, das ist okay. Damit kann ich gut leben. Moin Cheater Dan. Oh, ich habe deinen vollen Namen gesagt. Tut mir leid. Moin Dan. Ich hoffe, es geht dir gut. So. That's it. I owe you my happiness. Ich hätte gerne noch was anderes. Muss ich das...
Stick Fingernail. Tor use. Yes! I can feel my power returning. Oh no! I see the king enveloped in flames. Firebrand, hurry up. Take this candle off the poltergeist to King Darkwan. You have the candle of the poltergeist. You really put the penis in happiness. gut, ich habe die Candle of the Poltergeist. So, jetzt muss ich zum Darkhorn. Das heißt, ich werde erstmal mir ein Passwort abholen. Ich denke, das habe ich mir verdient. We ghouls can be revived by chanting the resurrection spell. Yep. Gut, gut. I'll tell you the words of the spell. Never forget them. Okay. Also, soweit ich weiß, gibt es 6 Bosse. Wir haben jetzt 2. Läuft doch ganz gut. Achso, was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Können wir irgendwas? Ja. Aber eigentlich wollte ich was anderes gucken. Ich wollte gucken, ob ich... Okay, ja, wir haben einen Schuss bekommen. Aber geil, dass wir jetzt wieder über die Brücke dürfen. Da ging es jetzt noch nach oben. Hallo Typ. Are you going to find the king? His palace is up ahead, but it's like walking into death's arms. I wouldn't go there. Yes, no. Prost, Anti. Ich sag's wie es ist, ne? Wenn ihr mich heute öfter noch trinken lasst, dann muss ich noch ein Gösser trinken. So toll, dass... Ja, ich muss ja. Ich meine, das ist manchmal sind die Texte so blöd abgeschnitten, dass ich das nachsprechen muss. Finally, one of courage. This is the armor of the dragon. May it keep you whole. You have the armor of the dragon. Your vitality level has increased. Life upgrade! Nice! Moin Nighthawk! Herzlich willkommen. Den Waxy Boy nicht mobben, er gibt sich alle Mühe hier. Kannst du das mir noch was? Gibt's mir noch mehr Upgrades? If you go northeast through the cave, you'll reach the palace. Okay, wir wollen zum Palace. Das ist ein random Encounter, oder? Okay, wir haben 3 Hitpoints jetzt. War das jetzt echt noch ein random Encounter vor dem... Glück muss man haben. Hast du die Spiele eigentlich alle in Wirklichkeit oder ist das ein Emulator? Also die meisten Spiele, die allermeisten Spiele habe ich hier auch rumliegen. Aktuell spiele ich auf dem Emulator, weil ich die Retro-Achievements mitnehmen möchte für das Spiel hier. Aber wenn ein Spiel keine Achievements anbietet, dann spiele ich auch eigentlich auf echter Hardware. Aber meistens mit dem Everdrive. Weil ich faul bin. Wie Sau. Aber ja, ich bin ein Sammler. Aber diese Spiele, habe sehr viele Spiele hier rumliegen. Yes. Das haben jetzt auch aber keine Spiele.
Was sonst? Was sind eigentlich diese Retro-Achievements, von denen du immer redest? Ich würde dir das ja wirklich beantworten, Hans, wenn ich nicht wüsste, dass du es weißt. Ein Leben? Haggling. Was ist das denn für ein Bild? Pokémon-Karten? Ist das noch so ein Ding? Also, gibt es... Also ich weiß, dass das so in den 90ern ja aufkam mit den Pokémon-Karten. Gibt es da auch... Werden die immer noch hergestellt? Wahrscheinlich ja, oder? Also gibt es für diese aktuellen Generationen auch noch Karten? Hans macht Späßchen. Ja. Und also, weil das ist halt was ich so gar nicht kenne. Also wenn ich hier was sammle, dann sind es halt meistens Sachen, die nicht mehr produziert werden. Das heißt, da gibt es halt dann irgendwie, also es gibt halt Spiele, ja, und ja, die gibt's halt. Also es gibt, die werden jetzt nicht neu hergestellt. Und wenn ich jetzt aber, würde ich mir neue Spiele kaufen, um die zu sammeln? Also es gibt ja vielleicht Leute, die auch sagen, dass sie irgendwie PS5-Spiele sammeln und dann kaufen die sich direkt zum Release. Macht man das dann? Also kaufst du dir die Karten auch dann direkt neu in diesen Booster-Packs? Wie du gehatet wirst. Ja, zu Recht. Du musst jetzt... Okay. Eine ernste Frage. Mach mir Sorgen. Bist du Oaklanders-Fan? Du meinst wegen Raiders? Also meinst du wegen der Kappe? Ja, aber die Raiders, die sind ja gar nicht in Oakland, die sind ja in Las Vegas. Ist so, also ich bin kein, also ich verfolge Football nicht mehr aktiv. Aber ich habe als Kind, das ist auch wieder so eine Sache, die ich, das war meine erste Basecap, die ich hatte, das war von McDonald's und es war eine Raiders-Kappe. Und das ist auch wieder so eine Nostalgie-Sache, dass ich dieses Motiv mit mir rumschleppe. Ich bin eigentlich kein Football-Fan mehr. Also ich hab's mal versucht. Ich war eine Zeit lang, habe ich versucht reinzukommen und so. Aber ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. Habe Magic gespielt, heute nur noch Hearthstone. Ja, machst du auch. Ja, das glaube ich, dass es teuer ist. Und ich meine, ja, gibt sicherlich auch bei Pokémon-Karten ja einige, die sehr selten sind. Mobbt den armen Hansi nicht so. Ja, ey, mobbt den Hansi nicht so. Mobbt ihn mehr. Packers-Fan. Ja, ich habe ja immer, wenn wir hier Football-Spiele hatten, habe ich ja versucht, Raiders zu nehmen, wenn sie existiert haben. Ich habe 9 Leben. Aber die waren wohl in den 90ern auch nicht die beste Mannschaft. If you go north, you will find the palace. Okay. He with the power of the Blockbuster can break even the hardest stone. Okay, wir haben den Blockbuster. Das ist der Schuss offensichtlich. Moin, Dufti. Wenn man sich ein Basic Set Display holen will, legt man schon seine 10.000 hin. Wow. Ich meine, auch im Retro-Sammelbereich ist das ein üblicher Wert, sag ich mal. Aber, ich meine, man gibt es ja nicht auf einmal aus, sondern über Jahre hinweg. Aber schon, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Pokémon-Karten auch schon so wertvoll sind. Moin, Mika. Guten Tag. Ich habe hier gut ein Passwort. Das hole ich mir aber erst, wenn ich mit der Stadt hier fertig bin. Alter, dieser Sound. Some ghouls have changed sides. Be careful. Bin ich. Ja, ey, das... Ich meine, auch Videospiele sind ja im Endeffekt auch nur irgendwelche Datenträger. Gerade heutzutage sind irgendwelche Blu-Rays. Ist auch, oder auch für die OVPs. Ist ja auch nur Pappe, was das teilweise wert ist. Okay, Dufti ist auch Pokémon-Karten-Freak. Ja, gerne, Dan. Gerne, gerne. Exchange 8 Wilds for 1... hab ich noch? Wilds? Your... K...
Can't carry anymore. Talismans. Okay, 9 ist das Maximum. Ein First Edition Glurak. Wer war Glurak nochmal? The king hid many vials full of magic potions and essence of the soul stream. Mit dem habe ich noch nicht gesprochen. King Darquan, I heard he was killed by the destroyers. Okay, wir holen uns ein Passwort. Ja, Glurak, wenn ich jetzt raten müsste, ist das irgend so ein Feuer-Pokémon. Nee, der Starter-Pokémon hieß doch anders, oder? Der hieß doch Glumanda. Glumanda hieß der. Ey, was ich weiß, oder? We ghouls can be revived by chanting the resurrection. Yeah. Gut, bei 9 Leben, glaube ich, dauert das sowieso eine Weile, bis ich hier Passwort eingeben würde. Aber man weiß ja nie. Okay. Norden, haben die gesagt. Die Musik ist schon gut. So, was ist mit dir los? Firebrand, let me test your strength. Ich hoffe, ich krieg was dafür. Nein? Alter. Yo, Mappa. Vielen Dank für 2 Monate Abonnement. Vielen Dank für deinen Support. Ehrenmappa, ey. Was ist los denn? Warum ärgerst du dich? Meine teuerste Karte war mal ein Mox Emerald. Ein Mox Emerald. War das ein Baseballspieler? Max aus Magic. Ich sehe schon, ich habe zu wenig Nerd-Hobbys. Kenne mich da nie aus. Ach, okay, stimmt. Ey, gönn dir Hans Emotes, jetzt wo du abonniert bist. Und vielen Dank, Mappa, nochmal. Kann er mich hier treffen? Nein, ne? Haha. Ey, das Problem ist, also das heißt Problem, ich krieg jetzt hier diese Wilds, aber ich kann die für nichts mehr gebrauchen, weil ich ja dafür nichts mehr kaufen kann. Ich glaube, damit kann man nur Leben kaufen. Okay, nächste Stadt. The path to the palace is blocked. If we only had the wings of the falcon, we could get there with one jump. Okay, we were caught and thrown in here. What's happened to the realm? I am error. Okay, was? Wings of the Falcon. Hey there. What are you doing? If you are laughing around, I'll eat you. Hey there. What are you doing? Alter. Hey there. What are you doing?
Ich glaube, die haben alle Hunger irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte mal ein Millstone-Deck. 12 Doppelender, Mode, The Abyss, 4x Mana Drain, Mishras Workshop, Mirror Universe, Library of Alexandria, Chaos Orb. Das ist mein Avatar. Gesundheit, Hans. Ich vermute, es geht immer noch um Magic-Karten. Ja. Irgendwie haben die ja, wie gesagt, alle Hunger. Ich guck mal, was es hier noch so gibt. Das ist wahrscheinlich wieder ein Passwortraum. Den finde ich interessant, weil er mir eigentlich noch überhaupt nichts bringt. So richtig. I saw some strange wings under the huge tree behind the palace. Maybe they are wings of the falcon. A foreign army attacked here a long time ago. Could it be the someone? Okay, das, ich erinnere mich hier dran so ein bisschen, dass es ein Item gab, das einfach nur so rumlag. War ich hier drin? Nee. We were... Doch. War ich hier? Ich war hier. Ich war hier drin, oder? Ja, hier war ich drin. Wings of the Falcon, hinter dem Palast. Ich gehe erstmal ohne Passwort. Ich brauche, ich habe ja nichts, ich habe ja nichts aufgesammelt. Wir gehen mal weiter. War das? Can't find anything. Das war irgendwie sowas. Things in Wings of Change. Ja, ey, wir brauchen die Wings of Change. You want to go on with those weak wings? Go ahead. Ha ha ha. Nee. Nee, nee. Okay, das sind andere Gegner. Die stecken ganz schön ein. Okay, nice. Aber ich meine, diese Wilds sind ja auch dafür gut, dass wenn ich dann doch mal sterben sollte, dass ich mir neue kaufen kann, neue Leben. Obtained the essence of the Soul Stream. Was ist das? Essence. Das sind nicht die Wings. Ich habe mich bei den Speedruns auch immer nur dafür interessiert, wie er die die Level gemacht hat und nicht wie er hier auf der Overworld rumgelaufen ist. Oh oh. Oh. Fuck! Bin gleich tot. Da ist der Palast. Oh, nicht nochmal! Ich komme da nicht rüber! Oh, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich doch bitte in Ruhe! Oh. Warum kommen hier jetzt so schwere Gegner? War das hier? You have the wings of the falcon. Hype!
Falcon Pun. Wings? Okay. Weil du so stark bist. Du meinst, die haben das jetzt an mich angepasst. Au, ey, aber das kann sogar sein. Also erstens, dass ich geil bin und zweitens, dass die Gegner jetzt schwerer sind, weil ich neun Leben habe. Vielleicht stimmt das. The wings of the Falcon. They increase the power of your wings. So, you can fly longer. Okay, ich hole mir trotzdem mal hier ein Passwort ab. Das sollte ja recht schnell gehen. Ja, das, was Anti sagt, auch. We ghouls can be... Gargoyles Quest muss ich mir auch mal bei Zeiten geben. Hast du es noch nie gespielt, Dufti? Der gute alte Lambo. I'll tell you the words of the spell. Tatsächlich nicht? Aber hat es einen Grund? Hebst du dir das beste Spiel bis kurz vor deinem Tod auf, oder was? So, ich hole mir hier auch nochmal das Passwort. Das war nur so ein kleines Safety-Safe, was ich gerade gemacht habe. Wo war das denn? Ah, oh, doch, so hier. Aber jetzt bin ich gespannt. Ist das gleiche Passwort? Wahrscheinlich auch nicht, weil ich ja jetzt woanders bin. Ja, ist ein anderes. Zack. Okay, wir spielen auf Sicherheit. Ich hab's nicht eilig. Final Fantasy 16. Ja, jetzt spielst du Final Fantasy 16. Aber du hattest doch... Wie alt bist du? 48? Du hattest doch jede Menge Zeit, das schon zu spielen in deinem Leben. Du hast schon den Teufel an die Wand gemalt, ja. Ey, aber ich muss... Also, ich will... ja, ich wollte dich nur ein bisschen aufziehen. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich fand Final Fantasy 15 eigentlich ganz nett. You won't live long enough to use those wings. Ja, jetzt will er mich umklatschen, oder was? Oh oh. Oh. Okay, der Wurf war schlecht, Kollege. Dufti 48. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße, das ist also okay. Naja, also ich glaube... Ich fand es jetzt nicht so, dass es ein Meisterwerk war, aber... War ein netter Durchgang, so. Ich hatte Spaß. Moin, Disney Fantasy. Guten Abend, um 10 nach 5. Es ist noch Mittag. Schön, dass du da bist. Wir überqueren eine weitere Brücke. Mit Musik. So, wir können jetzt länger fliegen. Wir haben 9 Leben. Zu schwer für Dufti. Das kann natürlich sein. Oh oh. Wir haben Leben verloren? Okay, Moment, das machen wir anders. Boah, ey, das ist ja... Ey, was ist das denn für ein Sprung? Death Count 1. Ey, ja, was ist das denn? Boah, ey, das war schwer. Oh. Okay, das ist, unangenehm gewesen. Luck and Pluck. Kritisch Pluck, ey. Ich fange erstmal mit einem Slow Run an. Achso, aus Gargoyles Quest. Ja, ich mache auch gerade einen Slow Run. Aber jetzt guckst du ja schon alles ab. Ey, du kriegst ja schon alle Strats jetzt. Eins meiner Hassspiele. Habe es als Kind nie geschafft. Ich liebe dieses Spiel. Also als Kind. Es hat lange gedauert, weil ich auch nie wusste, wo ich hin muss. Aber ich habe es geliebt. Ich liebe es heute noch. Hallo?
Kann ich euch helfen? Okay. Ist machbar. Da ist der Palast. Ist es ein Dungeon oder ist es eine Stadt? Krieg ich ein Passwort noch? Ich habe als Kind Mystic Quest und Final Fantasy Adventures durchgesuchtet. Das gleiche. Mystic Quest hatte ich nur mal von einem Kumpel ausgeliehen. Das hatte ich nie besessen, deswegen habe ich das nicht so hart gespielt. Aber dafür war das halt für mich dann Gargoyles Quest, was ich so viel gespielt habe. Firebrand, why are you here? Don't tell me you've changed sides. Darkwan is locked up in there. I am error. That must be the king of destruction's army. They have been called from their graves to destroy the ghoul realm. Genau. Bimi. Darkwan has lost his power. Our realm will surely perish. Sind alle so optimistisch hier? Oh no. Wie gesagt, diese Dungeons, die kenne ich soweit ganz gut. Und man kann es erkennen. Wenn man hier sieht, rechts von mir sind so zwei Blöcke nebeneinander. Die sehen ein bisschen anders aus. Die sind ein wenig erhöht dargestellt. Und das sind Fallen. Das muss man hier in dem Spiel umgehen. In dem Level umgehen. Ich habe das Spiel noch voll boxed. Das ist eins meiner Heiligtümer im Schrank. Mystic Quest habe ich auch boxed hier. Aber Gargoyles Quest nicht, sehe ich gerade. Bräuchte mal Gargoyles Quest auch boxed. So, wenn ich hier drauf laufe nämlich, dann kommt hier so Feuer raus. Das sollte ich vermeiden. Aber man kann das, wie gesagt, erkennen. Deswegen springe ich jetzt hier immer so blöd drüber. Fuck, das wollte ich nicht! Ja, respawn doch, Alter! Uff. Ey, das Spiel ist... ist so gut und ist auch nicht teuer. Also ich kann mit meinem Schuss jetzt hier diese Dinger kaputt machen. Oh, oh. Hier ist wieder eine Falle. Jetzt hier ist in der Wand eine Falle. Oh. Ja, es gibt ein bisschen viel Geflacker. Moin Steki! Das nennt man Call of Duty Singleplayer in Gameboy-Version. Einfach genial. Okay, du bist Call of Duty-Fan, offensichtlich. Guten Tag. Ich glaube, ich habe gar nichts. Oh Gott. Oh, das ist das mit dem Wind. Wir haben jetzt hier Wind. Boah, ich erinnere mich an die Stelle. Die ist unangenehm, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Weil hier kommt so ein blöder Gegner. Boah, wo kommt der jetzt her? Oh fuck. Okay, aber wir haben den Gegner getötet. Das ist die Hauptsache. Seit dem Survival-Modus überhaupt nicht mehr. Boah, ich hab... Ey, mein letztes Call of Duty ist so lange her. Ich könnte nicht mal sagen, wie es hieß. Ey, der Boss hier ist sehr lustig. Ich guck mal, ob ich die Speedrun-Strat hinbekomme. Dann ist der nämlich sehr einfach.
Aber Wind hat auch gehört. Zapdos! Ja, der ist nicht so schwer. Einfach gelöscht. Aus der Existenz gelöscht. Hat er da Bären liegen? Erstmal beklauen. Immer wichtig, erstmal klauen, bevor man sich vorstellt. Danach ist es irgendwie ein bisschen peinlich. Das war ein... Also, oh, wir haben ja ein Leben verloren gehabt. Jetzt haben wir wieder ein Leben bekommen. Wir haben wieder ein neues Leben. Danke fürs GG. Talk. Vuvuzela ist das Wort, das du suchst. The Candle of the Poltergeist. Light it. The body of Daquan moved a little. Oh, I can move. My power was stolen by the King of Destruction. Briga? I can't recover my strength until he is defeated. Only the Red Blaze can do that. You must seek it. According to legend, it will burn our enemies out of the realm. Yeah? Okay. I give you my remaining power. God! The power of the king flows into your body. Your nails and wings become stronger. My soul is burning. Das Spiel erinnert mich jetzt gerade an Dragon Quest Monsters. Dragon Quest Monsters ist doch sowas wie Pokémon, oder nicht? Und das ist doch so ein schwarzes Modul, ne? Ja gut, Dragon Quest oder Dragon Warriors ist ja quasi das gleiche, oder nicht? Und jetzt? Now you are powerful. Majoran might know how to find the Red Blaze. Go meet Baemon in the eastern part of the land. He will know where Majoran is. Now go. Ja, ich überlege ja, ob ich, wenn ich hier irgendwann mal durch sein sollte, in einem Jahr oder so, ob ich dann noch die schwarzen Module noch nachziehe. Vielleicht kommt's dann. Oh, ja, ey, ich dachte, du gibst mir noch irgendwie ein Leben oder so. Okay, now go. Ey, direkt in einen random Encounter gespawnt? Ich glaub's ja nicht. Was haben wir jetzt eigentlich? Jump 3. Oh, wir können ja crazy fliegen. Oh, eine Stadt. Exchange 16. Ne. Okay, es wird teurer. Ja, wir haben eh Maximum, von daher ist egal. Aber jetzt dürfen wir auf gar keinen Fall mehr sterben. Baemon has the Candle of Darkness. He lives in the southeast. Das ist unrecht. Part of the land. Majoran can't help you. I am Error. Ohne rechts, nicht ohne links. Hä? East ist rechts, Kollege. You need the candle of darkness if you want to see
Margarita. Okay, wir holen uns ein Passwort. Hier gibt es nichts weiter wieder. Okay, zack. Weiter geht's. Nach Südosten, offensichtlich. Okay, wir haben es nach Südosten geschafft. You are as red as fire. Studio kostet 32. Ey, was ist das für ein Scam? Ich kaufe doch hier. Wenn. Ey. Ne. Someone stole the candle of darkness. Das habe ich ja auch schon mitbekommen. With the powers of Claw, you can easily climb even the sheerest wall. Okay, wir sind wieder im Tutorial. Hier ist ein Passwort. Deswegen gucken wir erstmal, ob ich hier noch irgendwas bekomme. You are Firebrand, aren't you? You look like a hero. Try your skill against me. Oh, jetzt will ich das Passwort ein. Ach komm. Wie schwer kann es sein? Oh, was ist das denn? Wow. Ja. Ah. Okay, das war. Unne ist auch sehr hessisch. Rheinhessisch. Ich komme ja aus Rheinhesse. You are truly worthy. I bestow the armor of Street Fighter. The Gülle. You have the armor of Gülle. Your vitality level has increased. Whoa, you're very strong. See you later. Ah! I am Error. Ey, ich glaub's ja nicht. Ich mach den Witz jetzt schon seit über einer Stunde. Und ey, das ist einmal das beste Spiel ever. Okay. I am the Baron of the land, Baimon. Firebrand, you are too late. They took the candle. It's in the desert of Destitution, to the east of here. Wer bin ich, ihm zu widersprechen? Er ist größer als ich, deswegen sage ich mal ja. You are chicken-hearted. Was? You obviously have no use for power. Was? Your powers and your life are mine? Nein? You are brave. If you can recover the candle, I'll tell you where Margarita is. Ey, that's weird. Ich will hier gerne weg. Margarita lives in the cave of darkness, but there is no way to get there. Okay. Das werden wir ja noch sehen. Aber abgesehen davon, hole ich mir jetzt ein Passwort. Alright. Ja, läuft auch wirklich gut. Wir müssen jetzt also die Candle hier holen mal wieder. Irgendwo hier in der Gegend. Aber das ist halt echt, ich meine, im Grunde, wieso habe ich das als Kind nicht gerafft, was ich tun soll? Ich meine, das hilft ja einem auch nicht, was sie einem sagen. Das ist ja sehr linear auch. Gut, ich meine, ganz am Anfang
wo man diesen Gremlin-Stick wieder zurückbringen muss zu dem Typen. Das ist natürlich einem nicht unbedingt, das ist nicht intuitiv, wenn man es nicht gesagt kriegt. Vielleicht habe ich da dann immer schon, bin ich da nicht weitergekommen oder so. Okay. Was für ein Geräusch. Okay, wir haben einen Hitpoint mehr. Okay, die Gegner sind leicht. Wie komme ich da oben hin? Ja, als ob du mich triffst, ey. Was? Der hat mir 3 Lebenspunkte abgezogen. Was? Hätte der das auch vorher schon? Also hätte er mich gewonshottet? Ich war so nah dran schon. How to get lost. Oh, die Musik. Wie ich auch so mit den Armen so breit ärmelig laufe. Das ist auch irgendwie cool. Ja. Oh! Wie gesagt, ich kenne das soweit ganz gut. Okay, den nehme ich mit. Den gönne ich mir. Den gönne ich mir auch. Ja, die Musik. Die Sprites finde ich auch sehr schön gezeichnet. Und die Steuerung ist sehr gut. Muss ich sagen. Die ist sehr responsiv. Man muss ja auch viel Platforming machen. Das ist gleich so ein Wurm. Uns geht nicht auf Zeit. Das finde ich sehr, sehr schön. Bin ich großer Fan von. Geil, wie das respawnt. Komme ich durch. Mann, ey. Okay. Hier kommt der Boss, glaube ich. Immer auf Abstand bleiben. Shit. Oh, ey. Der ist immer da, wo ich nicht bin. Du Drecksack!
Komm hoch! Nice. Okay, also wenn wir diese Pace beibehalten, werden wir das heute durchspielen. Davon gehe ich sehr schwer aus. Ja, ich finde die Optik und die Atmosphäre ist in dem Spiel auch echt super. You recovered the candle of darkness from the desert of destitution. You also received the power of Claw. One skull and two reptiles. Okay. Power of Claw. Wir gehen mal zurück in die Stadt. Ach so. Ja, nee, ich gehe erstmal hier hin. Ich wollte noch gucken, ob in dieser Wüste noch unten irgendwas zu holen ist. Aber vorher möchte ich, glaube ich, ein Passwort haben. Wo war das nochmal? Danke fürs GG. Ja. We ghouls can be revived by chanting the resurrection spell. Hui. Ja. I'll tell you the words of the spell. Never forget them. Okay, da war jetzt dieser Typ, der irgendwie gesagt hat, ich wäre schwach. Dem werde ich es jetzt aber zeigen. You have done very well, Firebrand. You can get to the cave where Marjorita lives by using the secret passage from this room. Wo könnte die sein? Ah, schwer. Ah! Secrets! Zwei Leben? Was ich sagen möchte ist, sind die jetzt verloren gegangen? Weil ich 9 habe? Ja, danke für nix. Ey, dann lass sie halt liegen. Ich hole sie später. Die Texte sind auf jeden Fall wild. Gefunden, ja echt. War schwer. Es gab sehr viele Möglichkeiten. Ich habe sie alle gefunden. Okay, soll ich das jetzt mitnehmen, wenn es wieder Leben sind, ne? Okay, immerhin. Oh, es gibt keinen Zurück mehr. Hätte ich eine neue Waffe bekommen? Irgendwann mal. Die fühlt sich so schwach an mittlerweile. Naja, können wir ja jetzt schauen. In der Tat. Gegner ist AFK. Okay, sind zwei. Ey, da müsst ihr auch bald 99 haben, oder? 73. Gegner schon wieder AFK. Der ist bestimmt hier. Erinnert euch die Fratze auf dem Cover auch an den Green Goblin aus dem Spider-Man-Comic? Mich persönlich jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß, was du meinst. Denn hatten wir den... Der Green Goblin kam, glaube ich, in Spider-Man 2 vor auf dem Game Boy. Allerdings auch hier bin ich... Bei Spider-Man bin ich nicht so tief drin. Aber ist ja auch schon...
witzig genug, dass der überhaupt rot ist, der auf dem Cover, weil eigentlich soll er rot, grün ist, weil eigentlich soll er rot sein. Sollte er rot sein, so rum. Guten Tag. I can't let you meet Majorita. Briga's Orders. Okay, einfach wieder ein weiterer random Encounter, der mit der Waffe natürlich noch ein bisschen alberner ist. In der nächsten Stadt hole ich mir einen Gösser. Okay, es wird unfreundlicher. Warum sind überall Totenköpfe? Die Gegner werden schlauer. Oh. Muss sie eigentlich nicht töten. Ja. Ach, das war die Waffe, wo man so machen kann, nämlich. Das braucht man später noch. Viel Spaß im Lurk, Anti! Oh. Ich will nicht landen. Ah. Oh, 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 oh. Geh fort, ey. Hier oben ist nichts mehr. Wo bin ich hier? If you want to know about the red blaze, light a candle at the Alda. Ich will sowas gar nicht mehr nehmen. Wenn das ein Leben ist, ärgere ich mich. Okay. Das ist okay. Batman! Habe ich eine Candle eigentlich? Schwer zu sagen. Ich habe CD/PGST, AMR/DRG, AMR/DCT und CD/DKNS. AMR steht für Armor, CD Claws? Gesundheit, ja, ich finde es immer so geil, wenn man auf dem Gameboy dann solche Dinge abkürzen muss. Und hinterher weißt du überhaupt nicht mehr, was es ist. Und was ist diese Essence? Upon lighting the candle of darkness, the surroundings are put under a cloak of darkness. A long time ago, the Red Blaze defeated the King of Destruction and locked him away deep underground. Oh, is it here? He was called the Red Blaze because his color was that of a blazing fire. Kannst du mal stehen bleiben? The Red Blaze, yes, he was a mutant gargoyle. There remains only one who is of the same blood. Das ist unhöflich. Mitten im Gespräch sich wegzuteleportieren, das mache ich auch ultra selten. Gerade weil es halt unfreundlich ist auch. Firebrand, once you know the secret of the Red Blaze, we can't set you free. Naja, also das Geheimnis, das ihr mir gerade erzählt habt, hilft mir eigentlich auch überhaupt nicht weiter. Oh, anderer Hintergrund. Oh Gott. Die schon wieder. Ich glaube, die kann ich schon von hinten treffen. Ja, sind die schlau oder was? Okay, ich brauche aber nicht viel Treffer. Ja!
So, was ist jetzt hier los? Your power is also... Now I begin to understand. The one who is of the same blood is Firebrand. It's you! Only you can defeat Briga. But you are so weak now. Hey, go to the east and find Rushyfell. Da ist er nämlich. Unser lieber Rushy. Get the eternal candle from him. Ich rede nie wieder mit jemand zweimal. Das ist ja kein Dark Souls, muss man leider sagen. Ach verdammt, jetzt muss ich schon früher mein Getränken holen. Einen Moment, Lord Helmchen. So, Prost, Lord Helmchen. Hashtag G-Gang. Yo, Padauts. Herzlich willkommen. The Red Blaze. Ausrufezeichen. Ich frage mich, ob es auch... Also ich habe mir die Achievements im Vorfeld nicht angeschaut. Ob man einfach 100% kriegt, wenn man es durchspielt. Oder ob es irgendwas Spezielles gibt. Aber das, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass es da nicht noch irgendwas gibt. So ohne zu sterben durchspielen oder so. Was ich leider nicht schaffen werde, weil wir einmal in den Abgrund gefallen sind. Eins der Lieblings-Gameboy-Spiele. So geht es mir ganz genauso. Ich liebe dieses Spiel. Das habe ich als Kind so häufig gespielt. Da hat sich einiges in mein Hirn gebrannt. Was? Oh. Wir werden sterben. Ich flieg unten drunter durch. Ja, und ich bin ganz gut in dem Spiel. Das musst du mir glauben. Das kann ich leider nicht beweisen, aber... Das war der zweite Tod. Ich kriege vielleicht mal irgendwann wieder ein Passwort. Bridgemaster nämlich. Ich glaube eher, dass die Leute genau daran dachten, aber man hat sich zwischendurch dagegen entschieden. Ein Versuch ist es wenigstens wert, das Spiel ohne zu sterben zu spielen. Naja, diese Retro-Achievements, die wurden ja erst nachträglich auch eingeführt. Also ich finde, normalerweise sollte so ein Achievement-Set schon auch sowas haben, was richtig schwer ist. Und für jemand, der das Spiel noch nie gespielt hat, ist das sicherlich auch sehr schwer, das ohne zu sterben durchzuspielen. Aber ich würde mir das zutrauen. Es ist natürlich ein bisschen frustrierend, weil man halt relativ lange spielen muss und kann dann halt am Ende verkacken so und muss von vorne anfangen, aber es ist schon machbar. Achso, okay, du kennst sie. Okay. Pokémon Rot. Hans, ey. Okay. Ja.
Ich bin hin und her gerissen. Also es gibt natürlich Achievements, die sind mit viel zu viel Aufwand verbunden. Und es gibt welche, ja, die dürfen auch schwer sein, aus meiner Meinung nach. Oh, nicht der Typ wieder. Oh, aber jetzt komme ich drüber. Okay, der Dude hat gar keine Chance mehr jetzt. Wie viel, egal. Wir gehen erstmal in die Stadt. Firebrand, why have you come here? You fake! Yo, bro, you fake! Rushifel has the candle. The real Red Blaze is Rushifel himself. Das werden wir ja sehen. Ignoriert und ich hab dich ignoriert. Ich habe deinen Namen gesagt. Und niedermachen kann ich dich ja wohl kaum, weil du bist eh schon ganz unten. So, you are the Red Blaze. With your help, we can beat Briga. Okay, ich hole mir trotzdem schon mal ein Passwort. Ich bin mir nicht sicher, ob hier auch nochmal ein Kampf kommt oder so. Und nur aus Bequemlichkeit, sich jetzt das Passwort nicht zu holen, ist auch, wäre halt ein typisches, das wäre das typische Wax-Erlebnis. So. Wir haben nur noch 8 Leben. I'll tell you the words of the spell. Never forget them. Ich habe alles mitgeschnitten, geht am Montag in die Staatsanwaltschaft. Dazu fällt mir kein blöder Spruch ein. Aber komm doch, Junge! Oh, ey, 32 für ein Leben! Ey, nee. Ich finde bestimmt auf dem Weg noch irgendwo ein Leben. Ich habe nicht so viele. Ich muss meine Wilds auch ein bisschen sparen. Ein bisschen zusammenhalten. Ich habe nur 83. Nee, nee, nee. Altersvorsorge. Aber. Warte mal. Hat mir hier irgendeiner geholfen eigentlich? Nee, ne? Was hast du nochmal gesagt? Hä? Wollte zweimal aufs Klo und lande jedes Mal im Wandschrank. Ich hoffe, du hast es relativ früh gemerkt. wo sind wir denn? Ich erinnere mich hier dran, aber kriegt man nicht normalerweise einen Tipp noch in der Stadt? Wen übersehe ich? Hier war das Passwort, ne? Ich habe meinen Job in der Reifenwerkstatt aufgegeben. Ich war dem Druck nicht gewachsen. Oh. Ist hier irgendwas? Da oben war noch ein Dude. Der versteckt sich da hinten, der kleine Frechdachs. Hi, friend. Remember me? Ja, Mann, ich hab dich weggeklatscht. It was I who gave you the armor of Gülle. If you are seeking the Naga's path, it's the fifth one from the northernmost side. The other paths are all traps. Good luck, friend. Der fünfte vom Norden aus gesehen. Genau, einfach die Räume umfunktionieren. Ja, eben, ey. Stell einfach einen Eimer rein. Aus der 1000 Schränke. Ey, Haus der 1000 Schränke, so würde ich mein Fitnessstudio nennen, wenn ich eins hätte.
Okay, wir gehen mal nach Norden. So, eins. So, wir zählen jetzt runter. Eins, zwei, drei, vielleicht. Vier. Oh Gott, war der jetzt tiefer oder höher? Der war klasse. Ja, manchmal kann ich auch einen Witz raushauen. Im Tiny House waren zwei Badezimmer, nur was sollen zwei Personen mit zwei Badezimmer? Ja, für Gäste. Aber gut, im Tiny House braucht man, muss man glaube ich nicht für Gäste mitplanen. Ich guck mal, ob das wirklich der fünfte ist. Derweil bekomme ich wahrscheinlich noch ein bisschen Wild. Kann ja nicht schaden. So, also das ist auf der Höhe hier. Das heißt, es ist auf der Höhe. Okay, der ist tiefer. Okay, das müsste der fünfte sein. Nach meiner Berechnung. Oh nein, ich bin ja da! Fängt ja gut an. Oh lol. Ey. Ey, diese Viecher, ne? Sind zu stark. Gäste bekommen eine Wasserflasche und können auf den Acker kacken. Das ist die richtige Einstellung. Oh Gott, nee. Nee, ich will hier einfach nur raus. Ich will hier einfach nur raus. Oh Gott, hier muss man... Oh oh. Okay. Maze Palace. Let's go. Oh Gott. Ist das... Das ist Rushyfell, oder? Ja, manchmal... Also ich glaube, wenn ich mich den Gegnern gestellt hätte, hätte ich ja noch ein paar mehr Leben gelassen. Firebrand, I know you are coming. If you are the true Red Blaze, defeat me and prove yours right to the Eternal Candle. I'll be waiting for you. Er macht ja einfach den Moonwalk, ey. Es ist ja wirklich nicht zu glauben. Habe ich irgendwas noch bekommen? Nee. Was ist das hier eigentlich? Was habe ich hier für einen Sack mit einem Herz drauf? Uff. Wegrasiert. Oh, die Stelle, an die kann ich mich auch noch erinnern. Ich, ums Verrecken weiß ich nicht, wie man diesen Stachel umgehen soll. Also hier, ich kenne es auch aus den Speedruns, hier macht man Damage Boost. Ich wüsste auch nicht, wie man es macht, ehrlich gesagt. Ich mache das ganz genauso. Aber es ist auch ein bisschen gefährlich, weil, ja... Gründe. Die Decke stürzt ein! It can be used from the menu to fully recover Firebrand's life, but it can be used only once per life or level.
Life or Level? Achso, ja, Level. Ja gut, aber... wenn mir der letzte Boss Schmerzen bereiten sollte, dann könnte ich es da natürlich verwenden. Ich meine, wir haben es ja im Passwort drin. Aber gut zu wissen, vielen Dank. Oh Gott! Frame Drops der Hölle! Dr. Google weiß echt alles, ne? Hier oben ist ein Leben, also so ein Hitpoint. Geht's dir gut, Bruder? Hier das Gleiche. Wie soll ich hier durchkommen? So nicht. Aber schön, dass man die Hälfte seines Lebens verliert. Finde ich sehr fair. Ich meine, hier oben gibt es noch eins, aber... Sieht aus, als würdest du Kaugummiblasen ballern und die bleiben an den Dornen hängen. Ja, so ähnlich ist das auch. Also ich kann dir nicht genau sagen, also erstens kann ich dir nicht genau sagen, wie die Waffe heißt, noch kann ich dir sagen, wo ich sie her habe. Ich hatte sie einfach plötzlich. Aber Fun Fact, beim nächsten Boss muss ich diese Waffe hier nehmen, sonst, so, das ist Rushy Fell. Ein treuer Follower dieses Kanals. Und, ey, wenn ich was sagen kann, dann, dass ich die nächsten zwei Bosse versuche zu cheesen, indem ich ihre Projektile versuche zu despawnen. Dafür kennt man mich, dafür liebt man mich, das werde ich auch hier machen. Fuck! Okay, hat nicht funktioniert, weil er mich zufällig getroffen hat, was ich eigentlich so nicht vorhatte. Aber jetzt ist es trotzdem despawned. Ich muss ihn noch im Kopf treffen. Also man kann, wenn diese Kugel kommt, kann man so hoch und dann ist sie despawned. Weil die verfolgt mich sonst und das möchte ich nicht. Komm schon, in den Arm runter! Oh, wie der mich immer trifft! Okay, ich glaube, wir werden sterben. Bitte geh nach unten, ey. Nein! Ey, diese scheiß Schüsse von dem! Und ich... Boah! Muss ich genau hier spawnen? Oh, das kann doch wohl nicht wahr... Wieso hab ich nur noch 6 Leben? Habe ich nur noch 6 Leben? Hä? Oh. Die Pommesgabel müssen noch üben. Ja, aber ich hatte doch eben noch mehr Leben, oder nicht? Also ich hatte doch mehr als 7. Hatte ich nur noch 8? Wo bin ich denn gestorben? Achso, ich weiß wo.
Ja, 6 Leben müssen reichen, eigentlich schon. Aber, trotzdem ärgerlich. Das war keine gute RNG gerade. Eventuell funktioniert der Mario Land Cheat. Moin Blub, was ist denn der Mario Land Cheat? Mario Land. Achso, der mit dem Debug-Menü. Den ich nicht verwenden durfte. Den ich rauspatchen musste aus meinem Spiel. Ich erinnere mich. Ja, jetzt schießt er natürlich nicht auf mich, ey. Oh, Junge. Nicht jetzt, nicht. Okay. Ja! Gefällt dir Gargoyle Schlangen? Ich liebe dieses Spiel, Dan. Das ist eins meiner Lieblingsspiele. Auch schon, also schon auch vor dem Stream gewesen. Das ist ein Spiel aus meiner Kindheit. Ich liebe das. You are indeed the Red Blaze, but you don't have your full powers yet. For that, you need the Eternal Candle. I'm honored to give it to you. Danke, Rushy. Only you can defeat Briga. Go save our realm, Red Blaze. The essence of the Ghoul realm is building inside you and filling you with power. Someone is speaking to you in your mind. Let's mal zum Arzt gehen. You are our son. Show us your real power and defeat the King of Destruction. You acquired the magical power of Darkfire. Powerful Gargoyle. Ja, und ich meine, wir sind auch jetzt schon kurz am Ende. Also, wir sind auf der Zielgeraden. Tatsächlich schon. Wir haben jetzt Jump 4, Wing 4, Life 5. Buster Claw Darkfire. 6 Leben, 98 Wilds. Ja. Mal wieder über die Brücke. Aber wir können jetzt endlos schweben. Das ist gut. Wir haben eine neue Waffe. Namens Darkfire. Oh lol. Lass mich in Ruhe. Okay. Er wollte nach Hause. Ja, komm her. Das ist aber eine lange Brücke. Legendary Bridges Hero. Okay. Letztes Level. Tatsächlich schon. Rein da. Ich hätte irgendwie gedacht, das dauert länger. Bin ich ehrlich. Aber noch sind wir ja nicht durch. Okay, der kann das nicht. Boah, das war hier so ein kleines Labyrinth, da erinnere ich mich auch noch. Hm.
Moin Jochen. Schön, dass du da bist. Willkommen zum Finale von Gargoyle's Quest. So weit sind wir schon. Oh Gott! Du hoffst, heute Abend gibt es noch leckere Streams? Von mir? Oder von wem? Ich stream doch gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute mit dem Fußballspiel anfangen soll oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Von richtigen Streamern. Von richtigen Streamern, die richtige Spiele spielen. Oh fuck! Ja, das Problem bei dem Fußballspiel ist, es hat keine Passwörter. Das heißt, man muss es halt theoretisch durchspielen. Oder man lässt die Konsole an. Aber ich würde das ungern überstrapazieren wollen. Ich überleg's mir noch. Ich meine, das Ding ist, ich rede gleich drüber. Ich muss hier gerade mal. Jetzt habe ich die Pause. Es ist ja so, wir haben noch, also nach Spiel 227 mache ich ja so eine kleine Challenge-Pause, weil dann haben wir 50% erreicht. Und die Spiele bis dahin sind halt noch Gargoyle's Quest, Football International, Dennis und Schiffe versenken. Und jetzt ist es so, ich habe da jetzt keinen Stress. Also, wenn die halt fertig sind, bin ich halt durch. Jetzt könnten wir natürlich morgen durch sein oder übermorgen. Aber im Endeffekt werde ich auf jeden Fall nächste Woche in die Pause gehen. Das Spiel hätte ich heute nie im Leben geschafft. Ich bin auch sehr überrascht, muss ich sagen. Was habe ich jetzt noch für? Dass wir in 2 Stunden schon hier sind. Wie lange wird diese Pause gehen? Ich habe keine Ahnung. Bis ich wieder Bock habe. Es könnten 4 Wochen sein, es könnten 8 Wochen sein, ich weiß es nicht. Aber so einen Monat könnte ich mir schon vorstellen. Moin Pinky! Schön, dass du da bist. PS4? Nee, PS5. Aber ich, also ja, ich werde wahrscheinlich so PS5 irgendwas spielen. Aber ich werde auch noch streamen. Aber nicht, halt nicht so häufig. Eher so am Wochenende. Und dann werde ich mal sowas machen wie mein 300-Follower-Special, das noch aussteht. Mit dem kleinen Gameboy-Marathon. Und ich wollte mal in diese ganzen 100-in-1-Cartridges reinschauen, die ich so habe. Da wollte ich auch nochmal einen Stream machen. Also es werden jetzt eher so Special-Streams werden, die ich dann mache in der Zwischenzeit. Aber die Challenge an sich werde ich halt kurz pausieren, weil ich auch mal überlegen muss, was für Regeländerungen ich so einbaue. Zum Beispiel werde ich, das kann ich jetzt schon spoilern, ich werde nicht mehr jedes Spiel streamen. Also es gibt so ein paar Spiele, die werden quasi auf die Blacklist gesetzt. Die werde ich auf gar keinen Fall streamen. Die werde ich, da werde ich ein VOD machen. Du sagst was von einem Souls-Marathon? Bei Souls, ich kann Souls ganz gut, aber ich muss das üben. Also ich muss da also reinkommen in den Flow, weißt du? Und ich muss mich überleveln und sowas. Ich könnte mich jetzt nicht morgen hier hinsetzen und sagen, ey, ich spiele jetzt mal Dark Souls 2 durch. Das würde nicht funktionieren. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Außerdem werde ich es ja dann casual durchspielen. Das ist ja nicht interessant. Es müsste ja irgendeine Challenge dabei sein. Und da bin ich einfach zu schlecht für. Ich habe Dark Souls schon mehrfach durchgespielt. Dark Souls 2. Ich habe die Scholar Edition auf Platin gespielt.
Und ich habe die, die Vanilla-Version auf PS3 auf Platin gespielt. Aber das ist halt schon so lang her. Nee, ich muss hier hoch. Da! Ah! Falsche Waffe. Oh, falsche Waffe. Heimlich nicht Gameboy-Spiele spielen. Ja, man soll es kaum glauben. Ich bin tatsächlich jetzt nicht so der Gameboy-Fanatiker, dass ich ausschließlich Gameboy spiele. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht mal ein Super Nintendo-Spiel zu spielen oder so. Also hier im Stream. Ich wüsste nur nicht welches. Oder irgendwas anderes. Oh nein. Jetzt trifft er mich! Ich rast aus! Wieso trifft er mich denn? Leben. Man bekommt 4 Leben vom letzten Boss nochmal. Ist ja... Oh! Und ich hab's nicht geschafft, 99 Vials zu kriegen. Oh, ich bin so schlecht. Ich muss von vorne anfangen. Welcome, Red Blaze. I know of your power. There's no need for us to fight. Why don't you become my follower? Ja, Fun Fact, also wer hier noch nicht followed, jetzt ist der Punkt, der Zeitpunkt erreicht. If you do, I'll give this realm to you. You will be king. What do you say, Red Blaze? Also Fun Fact hier mal wieder, das war so staged. Fun Fact hier, wenn man ja sagt, dann muss man ihn trotzdem bekämpfen. Aber man hat quasi wieder Level 1. Also das würde ich nicht empfehlen. Wenn man No sagt, kann man gegen ihn kämpfen mit voller Kraft. Wie wäre es mit Battleship auf der Switch? Naja, Battleship, also Sea Battle, wie es heißt, spielen wir ja auch noch am Montag oder so hier. Oder Mittwoch, je nachdem. Also wir haben Schiffe versenken vor uns. Infernal Red Blaze, once again you hinder me, but I will have the last laugh. Oh, wir haben wieder volles Leben. So, letzter Boss. Wir sind relativ gut ausgerüstet. Wir haben noch unsere Essence und 9 Leben. Ich denke, das schaffen wir. Ähnlich wie bei Rushy, werden wir den jetzt ein bisschen kaputt schießen. Und zwar, also der ist auch wirklich sehr ähnlich. Also man muss ihn am Kopf treffen. Und das geht nur, wenn er seine Hand da wegnimmt, dieser Goro. Und ja, in der Zwischenzeit müssen wir halt diesem Projektil ausweichen, das uns verfolgt. Und müssen den Kopf treffen. Punkt. Ja, das war nicht so gut. Oh! Oh! Ey! Okay, das war ein scheiß Anfang, ey. Das war ein scheiß Anfang. Ja, mal gucken, ey. Diese Schüsse von denen sind so random! Nein, ich bin zu tief! Ich bin zu tief! Ah. Ja, ich bin immer noch zu tief. Ich bin schon wieder zu tief! Das gibt's doch nicht!
Alter, stirb jetzt, du! Zu tief. Yes! Okay. What? I've been defeated twice. I'll never forget this. I'll be back and then I'll... Danke fürs GG. I'll be back. Alright, was gibt's hier noch? Red Blaze forever! Hooray, Red Blaze! Hey, friend! You made it! I knew you would. Ja, jetzt auf einmal, ne? Ja, haben wir doch gleich gesagt. But why didn't you tell me you were the legendary Red Blaze? Ich glaube, also mein Charakter kann ja nicht sprechen, aber ich glaube, der hat das wahrscheinlich jedem gesagt, den er gesehen hat. Anyway, you saved the realm. I hope you'll stay here and help us. By the way, Firebrand, the Earth is yours. If you can conquer the Earth, you can be king there. Good luck! Annoying text. So nämlich. Time. When Briga was defeated, his power over Darkwan vanished. Darkwan regained his great power and defeated the entire army of destroyers. The Ghoul Realm became safe? Question mark. Again. Firebrand became well known throughout the Ghoul Realm, a legend in his own time. Und so kehrte wieder Frieden in die Gargoyle-Welt ein, bis sie und die Monster konnten weiter die Menschen terrorisieren. Ja, irgendwie ist es schon, also eigentlich sind wir ja die Bösen, also aus Sicht der Menschen sind wir ja die Bösen. Hat man ja in Ghouls and Ghosts gesehen. The End. Ja. Ich gebe scheinbar keine Credits. Oh. Zundo Druer. Hier, falls jemand neue Nicknames braucht auf Twitch. Jetzt kommen ein paar. Belzemons. Nee, Belzemos. Hans-Christian Bernd, ich glaube, so heißt auch einer. Chaku Chakudruza. Der ist schon vergeben, das kann ich sagen. Das ist nämlich unser lieber Rushifel. Und das ist sicherlich auch ein begehrter Name. King Briga. Ich wollte mir... Firebrand. Ich wollte mir auf Twitch den Namen Bacon of Hope sichern. Aber den kann man nicht nehmen. Den darf man nicht nehmen. Das ist schade. Presented by Capcom. Okay, wir kriegen Credits. Ja, ey, ich weiß gar nicht, was ich über das Spiel sagen soll. Ich kann gar nichts zu dem Spiel sagen, denn ich bin komplett voreingenommen. Scheint übrigens auch keine Credits zu sein. Ich liebe dieses Spiel. Ich kann es nicht anders sagen.
es sind so viele Erinnerungen, die ich damit verbinde. Ich glaube, das bestbewerteste Spiel aktuell ist Super Mario Land 2. Ich glaube, es wird von Gargoyle's Quest abgelöst werden. Nicht unbedingt objektiv, aber subjektiv halt auf jeden Fall. Ich kann mich nämlich erinnern, wie ich mit meinem Nachbarn, der auch kein Englisch konnte, wie wir uns da mal versucht haben, gegenseitig zu helfen und uns zu erklären, warum Dinge passieren, die wir erlebt haben, weil wir wussten ja nicht, warum Dinge, warum man Items kriegt. Ich glaube, ich wusste nicht mal, was Use heißt. Wo ist denn Lemmings? Du meinst vom Rating her. Ich kann es dir jetzt gerade gar nicht sagen. Müsstest du im Dokument schauen. Zwischenbericht zur Mottenjagd. Die Brutstätte der Lebensmittelmotten habe ich nicht gefunden, aber eine Flasche Cassis-Likör, die noch in DM ausgepreist war. Ey, da wohnst du da schon ziemlich lange, oder? Aber danke fürs GG. Hat das Gargoyle Game etwas mit Ghosts and Goblins zu tun? Ja, tatsächlich schon. Erinnerst du dich, oder du kennst doch diese nervigen Gargoyles, die es in dem Spiel gibt, die dich immer so verfolgen und so. Den haben wir quasi gerade gespielt. Achso, die Flasche ist wohl dreimal mit dir umgezogen. Ja, ey. Also legendär. Ich drück mal was. Passiert nichts. So. Wir sind hier gefangen. Ich überlege jetzt gerade. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich könnte den Stream jetzt beenden. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich jetzt heute doch noch versuche, Football International durchzuspielen. Und dann wäre morgen... Morgen würde ich dann Dennis spielen. Und auch wahrscheinlich Schiffe versenken. Oder ich spiele morgen Fußball und Dennis. Und am Montag mache ich Schiffe versenken. Aber das ist halt nicht streamfüllend. Also besser wäre wahrscheinlich wirklich, wenn ich jetzt noch Fußball hinten dranhänge. Dann kommt noch kurz auf den Pepsi Max vorbei. Ich habe heute, habe ich mir wieder eine kleine Ration Pepsi Max geholt. Aber dadurch, dass Hans mich ja jetzt immer zum Gösser trinken zwingt, muss ich das halt im Stream immer machen. Ich habe den Likör jetzt mal entsorgt, mögen die Ratten in der Kanalisation einen mega Rausch haben oder sich dran vergiften. Ich glaube, sie vergiften sich eher. Ja, Hans ist echt ein frecher Fuchs. Okay, ich mache mindestens das, was mir Lobo geraten hat. Ich werde zumindest mal in Football International reinschauen. Wobei ich sagen muss, ich habe natürlich schon mal in Football International reingeschaut, denn ich wollte ja schon mal antesten. Ich werde aber auf den GBA wechseln, weil sonst mache ich das nie. Irgendwann muss ich auch mal den Absprung vom Emulator wieder schaffen. Das mache ich jetzt. Also ich gehe jetzt in die Pause und baue um auf GBA. Und dann spielen wir noch ein bisschen Fußball. So ein schöner Abschluss für einen Samstagabend. Ich brauche mehr... Ey, brauche ich noch mehr Cooldown für Lambo? Also ich sammle keine Amiibos, Dan. Ich habe 5 Stück. Aber das kann man ja nicht sammeln nennen. Ja gut, bis gleich.